Willkommen zurück zu Minecraft. Beim letzten Mal haben wir hier so ein bisschen weitergebaut. Hier an unserem möchtegern Dockhafen, keine Ahnung was. Wir waren jetzt mehr oder weniger dabei, hier so ein bisschen schon an den Details zu arbeiten von dem Dock. Also Dockhafen, keine Ahnung. Ich werde mir jetzt einmal hier zur Hilfe jetzt holen einen Helm mit Wasseraffinität drauf, den wir noch irgendwo in unserem Lager haben sollten. Und dann ist mir jetzt wieder irgendwas aufgefallen, was man hätte noch anders machen können und sowas. Nichts unglaublich gravierendes, aber halt etwas, was ich auf jeden Fall ausprobieren möchte, um zu gucken, wie sieht es denn aus. Machen wir alles, ne? Alles gar kein Problem. Hauptsache ist, ich kriege das irgendwie auch so hin, wie ich das hinkriegen möchte. Und ich habe hier so viel Gedöns wieder in den Kisten, in Inventar. Es ist einfach nur schlimm. So, hier die Dinger auch raus. Hier, so, passt. So, nein, hier nicht. Das sieht gut aus hier. Wasseraffinität mit 1. Das ist einfach nur, damit ich hier unter Wasser besser bauen kann. Da kommt Schärfe und Rückstoß halt einfach mal ins Inventar. Passt. Könnte ich jetzt natürlich auch einfach in eine Truhe legen, aber ja, ne, also nee. Jetzt einfach mal nee. So, und dann gehen wir einfach mal locker flockig hier wieder zurück zum Steg, Gedöns. Ich habe keine Ahnung, wie ich es genau nennen soll. Hier ist auch so ein Fisch. Fisch. Und zwar haben wir doch hier jetzt hier die Dinger hier. Und da würde ich jetzt einfach mal sagen, hauen wir die mal dazwischen einfach mal weg. Nicht auf Dauer, sondern halt nur temporär. Und dann machen wir einfach dazwischen so ein paar Querbalken. Weil ich denke, das sieht dann wieder besser aus. Ne? Gibt da auch wieder ein bisschen Abwechslung und. Habe ich schon und gesagt? Also jetzt auf jeden Fall. Ne? Und ja, das sind halt alles so Sachen, die ich mir halt manchmal so durch den Kopf gehen lasse, während ich hier Videos bearbeite und keine Ahnung, was alles noch mache. Ne? Oder halt auch, wenn ich einfach mal im Bus zur Arbeit sitze oder sowas, überlege ich mir halt auch so hin und wieder, was kannst du in Minecraft machen oder halt auch in World of Warcraft. Wie kannst du da manchmal so Sachen machen? Oder generell, ich überlege ja sehr viel über Spiele in meiner Freizeit. Manche würden mich für verrückt erklären. Ne? Aber es ist halt für mich persönlich halt das größte Hobby, das ich halt habe. Ne? Videospiele. Ist halt seit Gedenken eines Mammuts ist das schon so, dass ich da wirklich Zeit investiere und auch gerne Zeit mit verbringe. Ne? Nur halt manchmal hast du halt mehr Zeit, manchmal halt weniger. Oder manchmal ist dann ein Spiel dazwischen, das dir etwas mehr Zeit raubt, wie jetzt World of Warcraft. Aber das hat sich jetzt, glaube ich, seit heute wieder etwas gelegt. Ich glaube, seit heute habe ich da soweit alles erreicht, dass ich jetzt das Ganze wieder ruhiger angehen kann. Ist jetzt nichts mehr dabei, wo ich jetzt sagen würde, oh mein Gott, ich muss jetzt wieder 300.000 Stunden da investieren, nonstop. Ja? Also ich war noch arbeiten, so schlimm war es ja nun nicht, dass ich jetzt die Arbeit oder das totale Real-Life habe flöten lassen für World of Warcraft. Ja doch, ich glaube, das geht. Und, ne? Aber ich habe ja doch schon hier auf YouTube hier die Thumbnails und ich weiß nicht was, schon so ein bisschen vernachlässigt gehabt. Ne? Und das sollte sich jetzt mit dem heutigen Tage so ein bisschen schon wieder geändert haben. Ne? Weil ich könnte jetzt viel über WoW reden, um jetzt zu erklären, wieso, weshalb, warum. Aber das mache ich dann stattdessen in WoW Folge 101, wenn es dann mal kommt. Ne? Bei WoW ist ja zurzeit, ne, kommen ja auch immer mal wieder die Frage, wo bleibt denn Folge 100? Folge 100 ist in der Mache und wird dann halt kommen, wenn die Stream-Folgen da jetzt einigermaßen vorbei sind. Dann kommt dann Folge 100. Hab halt auch da noch ein bisschen was für die Vorbereitung gebraucht. Ne? Und dann kam natürlich auch noch die WoW-Erweiterung dazwischen und. Ne? Einfach nur mal so als kleine Info für diejenigen, die dann hier zuschauen sollten, ne? Und so. Und sich für mein WoW-Let's Play interessieren sollten. So. Ich hoffe, dass ich die Nachricht irgendwie an die WoW-Gucker da irgendwie auch noch anders rüberbringe. Mal gucken. Ne? Mal gucken. So, jetzt hätten wir das jetzt hier soweit erledigt. Ne, jetzt ist sozusagen die äußere Fassade schon mehr oder weniger fertig. Zäune habe ich jetzt da drauf gestellt. Jo.
Ja, dann könnte man jetzt hier so anfangen mit einem, wir bauen mal ein Schiff oder sowas. Oder aber wir gehen halt nach oben drauf und fangen an, so kleine Hafengebäude so drauf zu zimmern. Nichts Großartiges, aber halt so kleinere Dinger. Ich brauche auch verdammt nochmal mehr Eichenholz. Und ich will gar nicht so viele Bäume hier wegholzen müssen, aber wir können sie auch zur Not wieder alle neu pflanzen. Ich überlege gerade, ihr merkt es vielleicht wieder. Und wenn diese langen Pausen sind, ne, dann überlege ich immer so ein bisschen. Wir machen hier so kleine Möchtegern-Fachwerkhäuser, wenn ich das mal so sagen kann. In der Dreierhöhe. So, Pi mal Daumen. Ja, gut, das war schon verkehrt. Ne, das halt hier mit Koppelwänden. Ach shit, das habe ich das zu klein gemacht, ne? Ich darf das auch nicht zu groß machen, das ist zu groß für das gesamte Dingens. Also hier hätte ich halt gern, dass hier so eine Art Kontorgebäude ist, ne? Also quasi ein Lagerhaus, könnte man auch fast sagen. Brauchen wir jetzt auch nicht so groß machen. Machen wir mal bis hierhin. Pi mal Daumen. Hier halt großes, großen Lagereingang. Bin wieder konzentriert und ich würde halt eigentlich gerne im Moment darüber reden, dass ich halt keine Ahnung was bin. Ne? Also, ne? Ich entschuldige mich gerne nochmal dafür, dass ich halt nebenbei jetzt ein bisschen Warcraft gesuchtet habe und hier jetzt so teilweise so das eine oder andere habe vernachlässigt. Ich habe jetzt auch hier total vergessen, am Montag eine Folge von SWTOR zu veröffentlichen. Stattdessen kommen dann wahrscheinlich heute zwei Folgen oder sowas. Das ist halt, ne? Ging halt jetzt drunter und drüber und ist irgendwie so im Hintergrund gerutscht. Yes! Ist wieder irgendwas eingeschlagen. Ich hab's gehört. Irgendwo kam ein Meteor. Ich hab's gehört. Und ihr vielleicht auch. Ich hoffe nur, dass es jetzt nicht so mitten in irgendeinem Gebäude ist oder sowas. Man könnte jetzt natürlich suchen gehen, aber wer weiß, vielleicht ist es auch wieder 3 Kilometer weit entfernt. Na, aber ist ja auch mir wieder schön, den Meteor auch hören zu können. Ne, hatten wir schon lange nicht mehr. So, ich hätte halt auch gern, dass wir hier so eine Art Kran bauen oder sowas. Der halt hier so theoretisch so ein Ladeschiff hier so entladen könnte. Hab jetzt noch nicht so viel, was ich jetzt da machen kann dafür. Mach ich mal hier so für grobe ich weiß halt auch nicht, wie groß kann ich das denn jetzt machen und so, weißt du, weil halt hier alles so auf kleinen Raum ist und so. Ich mach das mal hier auf der Ecke. 1, 2, 3. Zack. So theoretisch. Ist halt jetzt wieder hier sehr spontanes Bauen. Mit viel Überlegung. Ich glaube fast, der ist zu groß. Aber Glauben ist bekanntlich nicht Wissen. So, hier kommen jetzt erstmal nur Koppelwände halt rein. Das wird später hier nochmal ein bisschen abgeändert. So. Au. So, und dann hier nochmal so eine Wand hoch. Das ist dann halt quasi Vorderseite vom Lager. Ich glaube, hier kommt halt einfach wirklich keine Tür rein. Ist halt einfach freier Durchgang. Weil Lager und so. Hier habe ich mir jetzt gerade auch schon so ein bisschen was überlegt, was man da machen könnte hier. Damit man hier so eine Art Fenster hat. Natürlich, ne, Lagerhaus mit Fenster und sowas. Aber naja, ne, ich halt. So, kommst du mal da drauf? Kommst du mal da drauf? Ja, und dann fehlt mir nämlich schon wieder das Holz. Es ist doch nicht wahr. Oder wird das hier schon zu groß? Ich glaube, dieser Möchtegern-Kran, er darf halt nicht zu groß sein.
Darf aber halt auch nicht zu klein sein. Das sind halt wieder so Sachen. Es ist, ne? Muss halt so ein gewisses Feingefühl haben, um zu wissen, wie groß darfst du es machen, wie groß darf es höchstens sein und so. Ich überlege. Gehen wir mal hier hin, machen hier mal ein paar. Ach, ich habe ein paar Slabs, das ist schön. Können wir vielleicht da was mit den Slabs arbeiten? Ob das jetzt mega cool wird, wage ich mal zu bezweifeln. Doch bräuchte ich da nochmal ein anderes Holz für. Mach ich mal. Ups. Mach ich mal runterfallen, das kann ich. Also nochmal. Mach mal hier so. Dann ist halt diese Frage, wie mache ich das hier? Könnte ich das so machen eventuell? Ob das jetzt mega gut aussieht, lasse ich mal dahingestellt. Mach mal halt hier nochmal so ein bisschen was hoch. Und da fehlt mir natürlich wieder Holz. Ja gut, müssen wir halt jetzt nochmal mit der Axt durch den Wald hier. Wir können ja alles hier nach und nach hier nachpflanzen. Und also ich persönlich, um halt jetzt nochmal bei WoW zu bleiben, es tut mir leid, für diejenigen, die es halt nicht so interessiert. Ich persönlich bin halt ein bisschen froh, dass ich halt jetzt nicht mehr so den mega Drang habe, viel WoW spielen zu müssen, um halt dort jetzt irgendwas zu erreichen. Weil der Hauptgrund jetzt, warum ich jetzt nicht mehr so nonstop WoW suchen muss, ist halt, das Spiel ist wirklich so jetzt konzipiert, dass man nicht nonstop 100 Stunden am Tag jetzt WoW zocken muss, um da jetzt irgendwas zu erreichen, weil es halt in sich drin diverse Sperren hat, um damit du halt nicht weitermachen kannst. Also beispielsweise, ich bring da jetzt einfach mal ein Beispiel ein, auch wenn es jetzt den einen oder anderen vielleicht nicht interessieren mag. Du musst dir halt vorstellen, du kannst halt da Sachen herstellen. Früher war es halt so, du kannst halt diese Sachen herstellen, so, keine Ahnung, solange du halt Ressourcen dafür hast. Und jetzt ist es halt so, dass du halt die Sachen, die du halt da herstellen kannst, nur einmal am Tag herstellen kannst. Ne? Und dann halt mit einer gewissen Chance hast du halt die Möglichkeit, dass du halt mehr von den Sachen herstellst und sowas. Und naja, deswegen ist man halt jetzt nicht mehr darauf angewiesen, jetzt tagtäglich hier die diversen Ressourcen dafür zu farmen. Was schon, ich weiß nicht, wie viel 100 Millionen Stunden gedauert hat, um halt erstmal an die Ressourcen zu kommen, das alles zu craften und damit dann möglichst schnell mega OP bist und keine Ahnung was. Und das gibt mir persönlich als sehr aktiver Let's Player doch schon die Möglichkeit, dass ich halt das so ein bisschen so nebenbei so machen kann, so täglich vielleicht eine Stunde an WoW hängen kann und dennoch hier mein YouTube-Gedöns machen kann, wo ich ja dann doch schon fast schon Panik hatte, so werde ich das jetzt alles noch irgendwie unter einen Hut bringen. Jetzt kann ich mit ruhigem Gewissen sagen, jupp, ich krieg das alles unter einen Hut. Und ja, deswegen bin ich da doch schon ein bisschen heilfroh drüber. Ne? Auch Freunde, die nichts mit WoW zu tun haben und dann hier abends im TS sind oder sowas, haben halt auch gesagt, ja, wann bist du wieder unter dem Leben denn, so nach dem Motto, man kann mal mit dir mal wieder als normalen Menschen reden. So, niemals, ne? Und dann habe ich das halt mitgekriegt, ja, hier, ne? Man muss gar nicht so viel suchten, wie ich befürchtet habe. Einfach, weil es nicht möglich ist, sozusagen. Und, ja, von daher bin ich da schon sehr, sehr froh. Ne? Klingt komisch, dass halt ein WoW-Suchti sagen kann, er ist froh, dass er nicht suchten muss. Ne? Aber naja, das ist halt. Es ist halt, ne? Ich oder so, ich weiß auch nicht. Und nein, es ist nicht so, als wäre es halt eine komplette Volllast, dass ich halt sagen würde, oh mein Gott, ich müsste so viel suchten. Also wenn das jetzt nicht so wäre, sondern es ist mehr eine Art, ich will dieses Spiel spielen, weil es mir halt so gefällt. Ne, nicht so dieses krankhafte,
dass ich es auf jeden Fall muss, auch wenn ich gar keinen Sinn darin sehe oder sowas. Sondern es macht mir halt einfach wirklich Spaß. Und das hat sicherlich der eine oder andere von euch einfach schon mal mitgekriegt.